Ah. Oh, bei mir sehr, sehr laut. Wir spielen jetzt ein bisschen Splatoonchen. Schauen mal, was es so gibt. Und ja, mal sehen. Mal sehen. So. Gut. So, funktioniert alles tontechnisch und so? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ich bin auch synchron. Bin ich synchron? Ich hoffe es. So, genau. Wir schauen uns die Arenen an. Ja, wir spielen mal so ein kleines bisschen Splatoon. Schauen mal, was es Neues gibt. Wir haben ja auch... Ich weiß gar nicht. Doch, wir haben letztens noch online gespielt, nachdem wir Story gespielt haben. Bist du? Danke dir. Achso. Ich hab keine Lust gesehen. Okay. Das hatten wir auch noch. Super. Komm, jetzt mach... Wir wollen spielen. Ja, okay, ich hätte es auch überspringen können. Ich weiß, aber ich wollte halt gucken. So. Genau, genau. Kommt da überhaupt noch der Kutterfisch raus? Ne, oder? Ach so, warte mal. Ich will... Ich weiß, das gehört nicht mehr zum Story-Mode. Ich will aber trotzdem mal ganz kurz gucken. Wir sind ja fertig eigentlich hiermit. Ich will nur was nachgucken. Ich will nur was nachgucken. Das können wir ja irgendwie so ein bisschen miteinander verbinden. Wurde ja letztens gesagt, man kriegt jetzt irgendwie so einen Bonus. Bei dem... Teil hier. Hat er nicht gesagt, man kriegt hier irgendwas? Der hat gesagt, der braucht einen Tag dafür. Hm. Aber der hat ja gesagt, der bringt das nach Splatville, ne? Weiß jemand, wie das geht? Ist eigentlich schon Avatar der Elemente geguckt. Hab's erst letztes Jahr wieder durchgesuchtet. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe mir die Komplettbox letztes Jahr gekauft. Wenn nicht sogar meine absolute Lieblingsserie. Ist meine Lieblingsserie, würde ich fast sagen. Liebe die Serie, ja. Ich finde die Serie wahnsinnig gut. Die gucke ich auch mindestens einmal im Jahr. Ich mag auch Legende von Korra tatsächlich. Die mögen ja viele nicht. Ich mag die. Ja, finde ich wahnsinnig geil. Die gucke ich übrigens auch auf Deutsch nur. Die mag ich, die englische Version mag ich nicht wenig. Oh. Ich weiß nicht, irgendwie ist das alles immer dasselbe, ne? Hm. Achso, Schuhe. Ich hab die Schuhe geachtet. Das ist ein ganz netter, schnelle Rückkehr. Manchmal springt der Inkling, ich weiß aber nicht wo. So. Schauen wir mal. Gibt's irgendwas Neues? Nö. Ja gut. Schade. Schade, schade. So, dann, ja. Macht euch schon mal bereit. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz zu dem Typen rechts. Na, mein Guter. Denn ich wollte einmal kurz eine Lieferung abholen. Jep. So, gehen wir mal kurz rein. Gefühlt schon alle Klamotten noch, die bringen auch noch mehr raus. Ja, also ich denke mal schon. So, mal kurz mit dem hier reden. Heulbühl 5 folgt ein können, dann. Ja, die Heulbühl, ja. Genau, einmal probieren. Ich mag die total. Ich mag davon die erste Staffel von Korra sehr, tut mir leid, dass ich kaum da bin, habe im Moment viel Stress und hoffe nicht weit liegen. Ja, alles gut, Melika. Musst du dich überhaupt nicht entschuldigen. Ist doch immer irgendwie, also kann doch immer irgendwas sein, deswegen, da musst du dich überhaupt nicht schlecht fühlen. Ich freue mich dann immer, wenn du doch trotzdem dabei bist, deswegen. Alles gut. Der Korra hat mir tatsächlich sehr viel Spaß... Ach, guck mal, jetzt habe ich durch die Artitrone habe ich 10.000 Dinger gekriegt. Ach ja, genau. Und das habe ich durch die Handy-App bekommen. So ein Band. Genau, das können wir gleich auch anlegen. Genau, für den Splash-Tag. Moment, das habe ich doch schon gehabt. Jetzt haben wir ein neues Splash-Tag. Das kriegt man gerade mit der Handy-App, wenn man so einen QR-Code einlöst. Sehr, sehr interessant. Na, Lüle. Ja, ich glaube, ich will mal mehr Geld. Also denkt dran, bitte, Leute, immer wieder diese Dinger machen, ne? Ich habe voll wenige davon. Die habe ich alle durch den Story-Mode. Neues Abzeichen halt platzieren. Oh, cool. Genau. Und ich wollte mich einmal noch mal kurz anpassen. Hä? Hey,
Was wird mir denn... Achso, wegen dem Abzeichen, okay. So, genau, ich wollte ja mal ganz kurz... Nee, was wollte ich denn machen? Das wollte ich machen. So, stimmt, die Waffe habe ich letztens gekriegt, die würde ich mal auch benutzen wollen. Und ich wollte mal rumprobieren. Wo ist denn die Brille, die ich gekriegt habe? Hä, wo ist die? Ach, da. Ja, die sieht echt nicht so toll aus. Aber ist okay. Oh. Schick, schick. Bringt mir bei der Kleidung nicht viel. Ich mach sofort die Lobby auf. Einen Moment. Oh. Ist ja cool. Sieht auch ganz knuffig aus. Schuhe nehme ich. Ja. So von der Kleidung her sehr interessant. So, wollen wir mal. Ist Musik neu? So, ihr könnt rein. Interessant ist, die Kämpfe anzusehen, wie andere spielen. Ja. Mach ruhig atmen, immer atmen. Ja, ja, ich trinke mal noch mal was. So, sehr schön. Ja, super. Sehr, sehr schön. Okay. Ich halte mich zurzeit auch nicht immer dran, keine Sorge. Ach, ist doch alles in Ordnung. So, dann wollen wir da mal sehen, wie es läuft. Ja, also aktuell level ich halt wieder die ganzen Sachen, die ganzen Waffen und so. Und dann mal gucken. Ach, der ist ja der Ezio. Na, alles klar. Jetzt zum Färben ist nicht so geil. Cool, eine Kill gemacht. Ach komm. Und selbst, ja. Ja, ich bin noch ein bisschen Splatoon gerade. Also ein bisschen schauen, was man machen kann. Und werde dann später halt dann noch eine Serie oder so gucken. Oder einen Film. Ich guck gerade diesen Blade Runner, diesen Anime auf Netflix von Cyberpunk. Das ist ganz cool. Oh, ich habe schon doppelt. Okay. Und aber ich denke mal, ich guck gleich eher einen Film oder sowas. Okay. Dürfte ich mal fragen, wer da geschossen hat? Habt ihr das gesehen? Ich wurde von irgendwas die ganze Zeit angeschossen. Zu Hause und gucken im Film, hat man frei, alles entspannt. Ja, geil! Was gibt's denn? Also kannst du mir auch später noch eine Sprachnachricht schicken. Stimmt, du hast mir ja welche geschickt. Ich kann noch nicht dazu hören, weil ich am Stream war. Deswegen beantworte ich das später. Gleich drauf. Und zwei Disco. Drei. Oh shit, okay, ein paar Disconnects. Ja, ja. Bei mir ist nicht der Fehler. Okay.
okay, der hat auch keinen Bock zu spielen. Oh, der färbt aber trotzdem ein bisschen an. Und bei uns ist da noch... Ach ja, okay, der färbt mit. Egal. Ich habe mich ja vorhin schon gewundert, warum irgendwie nichts passiert. Oder warum es da so Probleme gab. Naja. Ihr könnt direkt rein joinen, dann. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Aber dass ich nicht geflogen bin, weil ich dachte echt, dass bei mir das Problem lag. Egal. Wir haben trotzdem gewonnen, ja. Aber ich habe 8 Kills gemacht. Okay. Aber trotz der Waffe. Eine Katalogstufe. Ich will ja immer noch bis, wie heißt das? Dezember hier diese höchste Katalogstufe haben. Also Princess, hast du versucht reinzukommen, oder? Ich hoffe, du bist drin. Nee. Okay, der versucht gleich noch reinzukommen. Ich bin ja was am Überlegen. Versuch nicht geschafft. Okay. Ja, soll ich gleich nochmal raus, dann gucken mal. Oder so. Dann mach das so. Haben die was ist mit der Musik los? Wird die geupdatet? Oder ist das, weil ich den Story Mode geschafft habe oder so? Meine. Also eigentlich mag ich ja die Waffen nicht, aber hier ist ganz gut. Ja, ja, kommt einfach in die Lobby rein. Versucht einfach nachzujoinen. Sind die schlecht oder bin ich zu gut heute? Ich glaube eher das zweite, erste. Alter, ich wollte gerade sagen, irgendwie sterbe ich auch nicht. Komm, Lobby und warten wir zusammen. Ja, mach das mal. Das ist der Killer hoch 3. Ja, ja. Ich wollte gerade irgendwas erzählen. Ach so, genau, ich wollte was erzählen. Und zwar, warum hat das bei dem so lange gedauert? Das hat er doch extra gemacht. Ich, könnte die restlichen Splatoon-Amiibos für einen sehr guten Preis kriegen. Und ich bin am überlegen, ob ich das machen soll. Okay, anscheinend jetzt wohl eher nächsten Monat. Aber ich würde zum Beispiel das letzte Idol bekommen. Shit. Von Splatoon 1. Und ich würde vielleicht auch die Octoling-Amiibo bekommen. Und ich bin dann überlegen, ob ich das machen soll, weil das wäre ja schon cool, allein wegen den Kostümen auch und sowas. Ist der beste Spieler? Ja, nein. Ach komm. Zum Färben ist das echt undankbar, die Waffe. Ja, geil. Haben wir trotzdem verloren, ne? Toll.
Ja, haben wir nochmal Glück gehabt. Jetzt mal ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, wäre ich nicht gewesen, hätten wir es überhaupt nicht gerissen. Naja, egal. Und? Anpassen. Dann nehme ich mal ein anderes Oberteil. Das für die Ulti-Verstärkung, das wäre eigentlich super gut. Ja, nehmen wir mal das. Neun Kills. Dreimal selber gekillt. Ja, geil. Bald seid beide bei. Und zum Färben ist das halt echt nicht schön. Okay, dann tue ich halt den, setze ich den Fokus halt anders. Ich laufe einfach im Kreis, obwohl ich die Switch lege. Ach so, ja, dann hast du Joy-Con Drift. Musst du da einmal den Joy-Con sauber machen. Ich finde Splatoon im Handheld finde ich so anstrengend. Ich habe das früher versucht, aber ich habe da überhaupt keinen Überblick. Da kriege ich auch meine Punkte nicht hin. Überhaupt nicht. Weil da siehst du fast gar nichts drauf auf dem kleinen Teil. Und ich finde auch die Joy-Cons zum Zocken echt undankbar. Also ich finde Pro-Controller ist da viel, viel, viel angenehmer. So, ich wollte eigentlich die Ulti machen, dann dahin schmeißen, aber irgendwie, ich glaube, das schmeißt du jetzt mal nicht so gut mit der Waffe. Sind wir zweimal runtergefallen? Sehr schön. Ich muss mir einen neuen PS5-Controller holen, weil der durch. Ah nein, scheiße! Jokens muss sich seit Release der ersten Schritt schon dreimal wechseln. Die kannst du ja, für die, die es nicht wissen, die kann man gratis bei Nintendo einreichen, dass die reparieren. Weil das wissen viele nicht, weil die machen immer dieses Problem. Bei der PlayStation habe ich das tatsächlich auch schon gehört. Mein Bruder hat das bisher noch nicht. Aber, ja, es existiert. Ja, meine haben auch gedriftet. Dann habe ich dort, Schmieröl reingepackt. Also dieses, ich sag den Namen jetzt einfach, WD-40. Guckt euch Tutorials an, am besten von Nintendo auf YouTube. Und seitdem funktionieren die wieder ohne Probleme. Komm, es ist einfach zu viel Ablagerung kommen da rein. Das ist halt wie bei der alten N64-Ding. Ist halt echt ärgerlich. Hä? Spawnt man dann noch zurück? Okay. Habt ihr den Sniper? Noch ein Sniper. Alter, das ist ein Reich. Okay. Sehr schön. Oh. Aber mit der Waffe ist halt schon echt, da muss man ein bisschen anders rangehen. Ich muss sagen, die lange Hose gefällt mir aber auch. So. Ich hasse Sniper.
Ja, es geht meist. Ah. Ich hoffe, ihr habt auch alle schön Snacks gekauft bei dem Automaten. Also bei dem, bei der Frau da. Ach komm, behalte ich die mal. Ja, aber ich sag mal. Alter, was? Wie geht das denn? 9 Kills, 3? Das ist ja fast gar nichts. Okay. Vielleicht da wäre noch sowas gut mit schneller Ulti oder sowas. Also Tintenverbrauch geht. Ja. Ich werde mal drum gucken. Eine Outro-Musik. Okay, du hast halt verloren, wenn du gegenüberstehst in dem Teil. Oh. Oder sowas passiert. Oh, ich hätte jetzt voll Bock auf so ein Käsebrötchen, ne? Aber nicht Käsebrötchen, also Brötchen mit Käse, sondern ein Käsebrötchen. Also so ein, wisst ihr, was ich meine? So, wo Käse schon drauf ist. Also, wo das mit Käse gebacken wird. Sowas hätte ich jetzt voll Bock. Ne, also hier bei der Waffe will ich halt wirklich... Also Waffenverstärkung gibt's ja leider nicht mehr. Das war sehr gewagt. Hä? Wie kommt der denn jetzt da? Hä? Okay. Alles klar. Ey, was ist mit dem, mit dem Dings falsch? Okay. Hä? Also hat mir nicht geholfen. Okay. Oder nicht? Ne, komm mit dem Färben nicht hinterher und killen ist halt zu, ja, bietet sich hier nicht an. Also, ich meine, lohnt sich nicht, weil derzeit sehr, sehr knapp. Ich weiß nicht. Also, wird die Waffe ein bisschen mehr färben, fände ich die, glaube ich, interessanter. Also ist, glaube ich, die Aufteilung ein bisschen schwierig. Viel skilltechnisch aus. Also, und ich habe 918 Punkte gemacht. Das ist aber echt viel. So, noch Shirt. Was habe ich gesagt? Mehr auf die Ulti, ne? Ja, aber ich habe jetzt gerade leider nichts. Was noch gelevelt werden muss halt. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus so. Als ob ich die meisten Punkte habe.
Okay. Ja. Ist eigentlich schon Bücher gelesen. Ich muss sagen, das einzige Buch, das ich hier außerhalb der Schule gelesen habe, ist alle vorderen Bildern. Ach so, meinst du? Ja klar, hab ich habe schon viele Bücher beim Leben gelesen. Ja, Jack the Ripper, weiß ich nicht. Ich weiß, gibt's da nicht zig Bücher von? Ich weiß es gar nicht. Und bestimmt gibt's da wieder so eins, was halt am bekanntesten ist. Ja, Bücher habe ich, weiß ich nicht. Ja, Herr der Ringe, Hobbit, Harry Potter, Tintenherz, Krabat, weiß ich nicht. Star Wars lese ich ja sehr viele Bücher. Ich wollte jetzt in letzter Zeit wieder ein bisschen viel lesen. Ich weiß nicht, hatte ich nicht letztes Buch, was ich lesen wollte? Weiß ich nicht. Stephen King habe ich 2 gelesen, obwohl ich nicht weiß, ob ich die bis heute zu Ende gelesen habe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja und irgendwie nein. Das war der Fruchthof der Fischetiere und S. Aber ich glaube, ich habe wenn dann nur Friedhof der Kuscheltiere durchgelesen. Ich weiß es aber nicht. Und sonst? Weiß ich nicht. Also ich habe bestimmt noch einige Bücher gelesen. Also keine Ahnung. Aber wie gesagt, also lesen ist bei mir nicht so. Ich möchte nicht lesen, oder ich krieg's zeittechnisch oft nicht hin. Da habe ich auch. Ich habe oft gar keine Zeit zum Lesen. Weil ich gucke auch viel, viel lieber Filme oder so. Nicht, dass ich, wie gesagt, nicht gern lese oder so, aber für mich, ich brauche halt echt Ruhe und Geduld und das habe ich oft nicht, wenn ich lese. Dann sagtest du ja, aber das Buch, was ich gelesen habe, ist eher so eine Ansammlung von Informationen. Okay. Ah, also dann eher so ein Historienbuch. Das habe ich auch gelesen. Auch schon früher, so Geschichtsbuch. Wer ist das denn? Scheiße, ich kann hier nichts machen. Keine coole Leselampe, warum scheint das Licht gerade entstellt? Oh! Ja, ich benutze halt mein normales Licht. Also mein, das Wohnungslicht. Alter, da geht der eine weg und dann ist ein neuer wieder dahinter. Ich hätte mal gern so einen schönen Lesestuhl oder... Moment, ich habe doch jetzt so viel zurückgefärbt. Was war das jetzt wieder? Oh. Und dann halt so eine vernünftige Lampe daneben, das wäre schon cool. Aber das mache ich mal irgendwann, wenn ich eine neue Wohnung habe. So lohnt sich das halt gerade überhaupt nicht. Ich nehme mal eine andere Waffe. Ich nehme mal... Ach komm, nehmen wir mal den Klassiker. Aber nur 3 Kills. Nee, 600 Punkte eigentlich nur mal mindestens mit der Waffe, aber killtechnisch zu wenig. Ich einen Disperser oder so gehabt, dann müssten 1000 drin sein. Besonders wenn halt viele angreifen, dann kann man eigentlich viel färben, weil halt überall ja einmal alles voller gegnerische Tinte ist. Naja. Ich
Also Level 1. Okay. Ja, ich bin halt im Überlegen jetzt wegen Star Wars, ob ich das Tarkin-Buch lese. Und ich hatte letztens, ich weiß nicht, ich hatte letztens noch ein Buch, wo ich gedacht habe, Alter. Will ich lesen? Ich weiß nicht mehr, was das war, ne? Keine Ahnung. Ich hatte irgendwas bei mir in den Regal gefunden, da dachte ich so, ach komm. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Und wie gesagt, es ist halt so eine zeitliche Sache. Ich weiß, ich bin eigentlich nicht so stark limitiert wie andere mit Zeit, aber irgendwie ist das bei mir so... Bei mir ist es leider oft so, dass ich, ich weiß nicht, so die meisten Tage streame ich. Erstmal morgens bin ich da am PC am Arbeiten, da halt die Videos vom Tag vor, hochladen, Videos schneiden und so. Aber meist halt hochladen, die ich halt die letzten Tage geschnitten habe, was dann halt auch ein Tag ist, wo ich nur am Schneiden bin, was dann auch so 8 Stunden sind. Und dann ist das meist, weiß ich gar nicht, der Essen dann am Abend. Meist versuche ich dann am Abend irgendwie noch so für 2 Stunden halt einen Film oder so zu gucken und dann war es das. Und deswegen wie immer schade so, weil ich würde halt so gerne viel mehr lesen. Ich würde auch viel mehr halt mit diesen ganzen YouTube-Sachen machen, aber irgendwie, ich denke mir auch irgendwie so, so Zeit hätte ich dafür aber auch irgendwie nicht, ne? Ach guck mal, wir haben gleich schon die 3/4 Stunde um. Nein, shit. Oh, hätte ich den gehabt, dann hätte ich mich nach hinten schön und dann den letzten. Das sehe ich mir bei Leuten, die Vollzeitarbeiten umgehen, auch schaffe das ja jetzt nicht mal alles mit 32 Stunden. Ja, ja, deswegen. Deswegen riesen Respekt auf jeden Fall an jeden Person. Ich merke das halt generell bei mir im Bekanntenkreis, wenn die alle am Malochen sind. Ich sehe halt fast keinen, so. Die Kleinigkeiten, die sich leppen. Also bei mir ist es halt wirklich das Stream und das YouTube. Würde ich das nicht machen, dann, ich weiß, jetzt sagen dann viele, ja, du musst ja nicht, ja, ich will aber, dann würde ich halt so viel Zeit haben, obwohl ich habe das Gefühl, ich würde dann eigentlich auch eher nur rumsitzen und nichts machen. Und das will ich ja auch nicht. Ne? Ist das auch wieder voll gelevelt? Oh, das ist aber cool. Ich nehme jetzt irgendein random Ding. Das ist mir zu random. Dann nehmen wir mal das. Oh, 12 Kills. Okay. Weil bei mir denken immer so viele, ich mache halt nichts, aber wenn ich das mal so zusammenrechne, ist das halt echt eine Menge. Also ich denke so zum Beispiel auch an die Tage, das ist wirklich einmal die Woche, schneide ich halt so ganz viele Videos und arbeite dann halt an eigenen Sachen. Ich weiß nicht, da sitze ich dann halt auch. Deswegen die Tage, wo ich so sage, ich mache nichts, ich nehme frei vom Streamen, bin ich eigentlich am Videoschneiden so den halben Tag. Dann ist das wirklich, ich stehe auf, so um 10 oder 12, kommt halt drauf an, wie gut ich schlafen konnte, meist halt nicht so gut. Wenn, warum? Jetzt mal ohne Scheiß, warum hat er nicht von Anfang an entschieden, dass er da lang geht? So, und dann setze ich mich eigentlich direkt am PC und dann war es das eigentlich schon wieder so für den halben Tag. Weil dann bin ich auch erst so um 16 Uhr frühestens fertig.
Das sind dann auch mindestens 4 Stunden? Ja. Na, es ergänzt sich auch. Das ist die Kriegskommunikation nicht. Eigenlob stinkt. Ja, das ist. Warten, bis die Tinte bei dem aufgebaut ist, das mir macht viel. Tschüss. Ach, schade. Ich mach so viel. Ja, aber es ist halt immer so blöd, weil, wie gesagt, ich sitze ja nur rum und mach nicht so, aber. Also, was mich halt da irgendwie so ankackt, ist halt, weil viele dann immer so sagen, ja, und das stimmt ja auch so. Es ist ja keine richtige Arbeit. Es ist ja eigentlich nur, weiß ich nicht, rumlungern. Stundenlanges Rumlungern. Ja, ich sag ja, ich müsste mal gucken, ob ich halt wirklich mal irgendwie schaue, ob ich mal jemanden irgendwie hinkriege, der mir helfen kann bei dem Videoschneiden oder so. Weil dann wäre wenigstens die Thematik ein bisschen weg. Dann könnte man wenigstens das Streamen in Ruhe machen, anders kalkulieren. Und dann, ja, weiß ich nicht. Ja, und dann mal gucken, dass die Leute beim Amt mal angucken, die Lungen noch mehr. Ja, ich kenn's ja. Ich hab ja Design. Aber ich würd's jetzt nicht allgemein sagen. Also, ja, es gibt viele, aber es gibt auch viele, die es halt nicht können oder so. Wie ich. Aber ich find's halt scheiße, wenn zum Beispiel, ich will jetzt auch nicht direkt sagen wie und wo, aber halt in meinem direkten Umfeld kenne ich halt wirklich Leute, die einfach sagen, ich will nicht mehr. Ich mach einfach nicht so. Und ich rede jetzt nicht nur von arbeitslos oder so, sondern generell halt auch andere Bereiche halt. Ja. Also, keine Ahnung, auch krank oder Rente oder so. Da frage ich mich dann halt auch jedes Mal. Besonders so, ich krieg ja sozusagen auch. Moment, wir haben verloren? Wieso das denn? Hä? Die waren doch echt scheiße. Und ich hab fast 1400 Punkte und 8 Kills. Verstehe ich gerade nicht. Gibt schon Cheater in dem Spiel. Muss man aufpassen. Wo war ich gerade? Ja, und da denke ich mir das mal so, also ich krieg Hilfe so, weil ich im Prinzip nicht viel mache so oder nicht viel hinbekomme, aber irgendwie mache ich viel mehr als viele andere so. Da frage ich mich jedes Mal, hä, warum? Weil im Endeffekt für mich ist es ja reiner Ausgleich, ne? Deswegen sage ich ja immer, beruflich machen bin ich am geilsten. Aber so weit kommt es noch. Nee, wäre auf jeden Fall geil. Aber ich glaube nicht, dass das sich. Also, wie lange streame ich jetzt? Seit 4 Jahren und seitdem hat sich das auch immer noch nicht rentiert. Und ich mache das ja fast täglich, also. Keine Ahnung. Naja. Aber solange ich bei allem anderen stabil alles läuft, ist ja alles gut. Einfach zu bedenken. Sollte für das dankbar sein, was man hat. Oder ich versuch's.
So. Das Gefühl hier irgendwie... Passiert hier wirklich nichts oder sehe ich einfach nur nichts? Ich sehe einfach nichts. Ich glaube, dass der Rest passiert da hinten alles. Achso, da ist einer disconnected bei den Gegnern, alles klar. Das hat aber lange gedauert. Nicht offen, selbst wenn nicht, du hast eine kleine Community, die sind dir treu. Oh. Nein, ich gebe es auch nicht auf. Wie gesagt, das ist zum Schluss. Also bei mir ist es halt eine Sache wirklich, dass ich mach das ja hauptsächlich, weil es mir Spaß macht. Ne? Und weil, wie gesagt, es ist ja Ausgleich. Es wäre halt nur ein Träumchen noch. Aber wie ich schon meinte, solange der Rest halt alles klappt und ich habe momentan halt für alles halt eine, ich sag mal, eine Antwort. Außer vielleicht, dass ich gerne natürlich ein bisschen mehr von allem wäre natürlich schöner, aber solange ich halt wenigstens, ich sag mal, ein Dach über den Kopf und Essen habe, ist alles gut. Und mir zwischendurch halt auch mal was Schönes gönnen kann. So, ich würde sagen, wir machen noch eine, vielleicht auch zwei Runden und dann, ja, wo haben wir dann? Ja, lief doch. Auch wenn bei denen leider niemand disconnected ist, aber ist halt manchmal. Da ist schon wieder das Shirt und die Schuhe voll. Och man. Na komm, nehmen wir das hier. Auch wenn ich nicht genau... Ich glaube, das ist Schutz vor Bomben, ne? Wollen wir denn das dann? Wenn wir Tinte? Nein, komm. Ist okay. So, nehmen wir noch hier... Stärkere Ulti. Okay. Ich glaube, Oberteil habe ich sonst. Ja, vielleicht das hier. Das ist vielleicht ganz nett. Nehmen wir mal den Roller. Das wäre ganz gut. Oh! 10 Kills, 1269 Punkte. Läuft! Lol! Bin ja mal auch total gespannt, wie jetzt die nächsten Tage bei mir laufen. Irgendwie habe ich keinen Bock, aber mal sehen. Musik schon geil. War ein schöner Wurf, aber schade, bin ich gestorben. Heute geht's aber echt ab. Ich weiß auch nicht, was los ist. Die läuft heute richtig, ne? Ist das bei... Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch bei höheren Leveln besser mehr abgeht oder so. Thank you.
Okay, dem gönne ich das. Das gönne ich dem. Hat er schön gemacht. Ich muss nochmal drauf fahren. Oh shit. 2 Schüsse und schon. Die so für den Arsch. Also ehrlich, also die Tinsuka, die haben. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Keine Ahnung. So nach der Runde bin ich übrigens weg, ne? Nicht, dass ihr euch wundert. Oder sollen wir noch eine machen? Ich hatte überlegen. Nee. Dann kann ich gleich nur wegen dem Schließfach und so gucken. Das ist ganz gut. Shit. Nee, obwohl. Doch, schön. Noch raus dann. Ja, gut. Also, wenn Prince noch spielen will, aber. Also, wie gesagt, ich bin jetzt auch weg. Bei mir gibt es übrigens gleich nochmal diese Pilzpfanne. Ich habe da noch Frühlingszwiebel drauf geschnitten. Sehr lecker gewesen. Eigentlich sehr, sehr geil gewesen. Ich habe jetzt diese. Das sind so vegane Stücke. So, ich glaube, das war Erbsen oder keine Ahnung, was das war. War auf jeden Fall sehr interessant, fand ich jetzt aber doch ein bisschen zu geschmackslos. Also es schmeckt halt wieder wie dieses normale Zeug halt mit nur so einer Marinade drum. Ich habe die vorher schon so klein geschnitten. Der Krabbenpanzer ist, naja, eben ein Panzer. Okay. Zerstöre 10, drücke auf R, um zu starten, attackiere mit L oder M. Ja, und dann habe ich da halt, das habe ich halt angebraten, recht lang. Oh, super. Ich sehe gleich noch ein bisschen eins meiner neuen Bücher und muss mich nur entscheiden, mit wem ich anfange. Also bei den Stephen King, ich würde sagen, das älteste. Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt war. Guck mal. Ja, und dann habe ich halt die angebraten, bis sie so ein bisschen dunkler wurden. Da habe ich Zwiebeln reingemacht, bis das halt alles so schön dunkel und zwiebelig wurde. Dann Pilze drauf. Die habe ich dann so ein bisschen alles so schmoren. Warte, wir haben Montag, ne? Oh, dann streamt der heute, der eine Streamer. Ja, cool. The Green Mile, der Anschlag. Ich glaube, der Anschlag ist neuer, ne? Ich weiß es nicht. Und Demon Slayer, ja, ist ja kein Buch, das ist ja ein Manga. Das ist ein normales, ne? Das kriegst du eigentlich. Ja, ich weiß nicht, wie schnell du liest. Also Manga würde ich mir aufheben, weil das liest du halt. Also ich lese einen Manga an. In 1-2 Stunden habe ich das weg. Green Mile ist komplett, ne? Meine Eltern hatten noch damals. Früher erschien das tatsächlich immer so wöchentlich, kamen da immer so ein paar Ausgaben. Also so ein paar Seiten nur. War total lustig wohl. Wie so eine Serie halt. Und die hatten meine Eltern. Also ich glaube sogar beide tatsächlich. Ja, und dann habe ich halt die Geizkragen. Was? Ich will den Geizkragen haben. Genau, das habe ich dann weitergebracht, da die solange die Pilze, bis die halt so ausgewässert sind, also kleiner wurden halt, ne? Das habe ich dann habe ich eine Sahne drauf gemacht. Vorher noch leicht gewürzt. Ich habe so ein Gyros-Gewürz, das ist ganz lecker, und noch so ein ähnliches. Und dann habe ich mal so rumgeguckt, was ich noch so hatte. Ja, und dann habe ich. Dann habe ich, ach ja, stimmt, die Alterna-Dinger, ne? Die müsste ich noch hier dran kleben. Und dann habe ich, muss ich kurz überlegen, was ich dann gemacht habe.
Dann habe ich die, genau, das habe ich, dann war das so fertig, das wollte ich dann nur so ein bisschen köcheln lassen, dass das halt alles schön so den Geschmack drin hat und dann habe ich da Frühlingszwiebeln draufgepackt. So. Schreck ist rot geworden. Oh, ja, ich hab noch einen grauen, aber ich finde den pinken schon ganz knuffig, deswegen lasse ich den dazu. Teile. Hauptkleber müsste ja dann genau sein, ne? So. Ah, hier sind die Stücke, genau. Genau, die habe ich dann da auch noch drauf gemacht und dann, das habe ich dann halt, die waren dann oben drauf, die Frühlingszwiebelsachen, ne? Und die, das habe ich dann alles so für, ich glaube, 10 Minuten, Viertelstunde köcheln lassen und dann halt alles noch so ein bisschen, ja, dann halt alles nochmal irgendwann umgerührt. Ja, und heute habe ich tatsächlich noch Oliven noch drauf gemacht. Schmeckt auch oft wirklich am nächsten Tag ein bisschen besser. Weil das dann nochmal alles ein bisschen durchgezogen ist. So. Ist voll cool, ich mag sowas. Geil! Genau, und das Bild würde ich sehr, sehr gerne noch aufhängen. Das ist ja dieses Bild vom Ende vom Story Mode. Das gibt es sogar als Hintergrundbild für die Handy-App. So, ich guck mal kurz. Großpackung Scheibenkäse. Ja, immer her damit. Selber eine Packung Käse. So. Okay, sind gleich fertig. Ich will nur kurz die Heftteile noch hier reinschmeißen. Es sieht chaotisch aus. Ich will ja hauptsächlich diese ganzen Buchkacke haben. Ich finde das so geil. Ich liebe ja generell so Bücher sortieren und sowas. Und dann finde ich das halt mega lustig, wenn man die dann alle hier so zusammenpackt. Deswegen freue ich mich immer, wenn es neue gibt. Ist eigentlich, ich würde das so gerne irgendwie so ein bisschen zusammenschieben, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie ich will. Wie dreht man eigentlich die Sachen so schräg hin, wie die Bücher oder was so da unten ist? Indem mit L und R. Einfach aufheben und so macht man das so und mit R drehst du die einmal so. Aber mit L und R machst du die halt ganz schräg. Ja. Ja, sieht doch ganz gut aus. Habe ich noch irgendwie einen schönen Sticker? Das sind ja die Waffen. Ich will auch mal auf Kleidung aufhängen oder so, aber aktuell finde ich das... nee, das ist ja voll eklig. Ach, ist egal. Finde ich so gut. Ja, nee, dass sie so drin stehen und nicht gerade. Aber das ist doch gerade. Levelt sich ja echt schnell hoch. Ja, teils, das stimmt. Also wenn ich mir, ich sag mal hier Zeug, die Dings nehme, dann drehe ich die mit dem rechten Stick einmal und dann lege ich die ab. So bin ich fertig dann. Da, rechter Stick. Oder was meinst du?
So habe ich das ja hier auch gemacht. Also ich habe das Buch genommen. Oder was meinst du jetzt? Weil die sind ja nicht schräg. Die sind ja... oder sagt man da auch schräg? Nee, oder? Ja. Das sieht aber ganz gut aus. Habe ich jetzt die Bücher noch drin? Ja, ist doch ganz gut geworden. Da oben sind auch Bücher. Ah! Da haben wir wieder Kugelfisch. Ich verlasse. Ach so, okay, alles gut, alles gut. Vielleicht habe ich mich auch nicht. Aber das ist sehr cool mit dem, Bändchen da oben drauf. Oh. Okay. Der Haggis. Ich finde solche Schrägheit echt lustig, weil die einfach so einfach gemacht, also so wie hier jetzt, ne? Das ist einfach total einfach und ja auch. Einfach nur ganz viele Sticker. Sowas mag ich halt total, ne? Freue mich auch schon, wenn der Schrank noch größer ist. Ich hoffe, ich lasse jetzt hier niemanden aus von euch. Ah, ich habe eine SMS bekommen. Es war spät. Ah, so wie letztes Mal. Super. Ganz viele Comics. Ach, das ist wieder Ben. Lukas. Ich glaube, Mifa ist auch von uns aus dem Stream, ne? Aber die habe ich schon lange nicht gesehen. Die habe ich bei mir auf der in der Freundesliste. Ah, ich bin mal gespannt, wenn das noch größer wird und was man noch machen kann. Und ah, sehr, sehr schön. So, ich glaube, mehr gibt's nicht. Dann würde ich sagen, ja, dann sind wir fertig mit Splatoon. Hat geschickt, dass man so macht. Ja, bei mir hat es aber auch gedauert, so. Ich glaube, ich mache die Switch doch nochmal an und meinen Schrank nochmal neu. Jo, mach das, mach das. So, ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal mit Splatoon fertig. War auf jeden Fall lustig. Jetzt quatschen wir noch ein bisschen und ja. Lief doch ganz gut, würde ich sagen.